Hey, hey, hey! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Summit About und Tim. In der letzten Folge haben wir ganz kurz, während wir hier Leben farmen. Gesagt? Nee, hab ich nicht. Ja, mit David und Tim. Mit dem erbauten Tim verstanden. Ja, mit dem erbauten Tim. In der letzten Folge haben wir beim Leben farmen das Thema ApoRed kurz angesprochen. Und das wollten wir jetzt etwas näher ausführen. Denn der hat jetzt ja für uns aktuell. Brauche ich nicht mehr, weil es mindestens eineinhalb Monate her ist, ein Bombenprank hochgeladen, den ich aber leider nicht gesehen habe. Das ist leider, den ich nicht gesehen habe. Ich habe David, kannst du nicht mehr sprechen? Ich wollte Julian nicht unterbrechen, während er redet. Das ist aber süß. Ja. Hatte ich vor Tim nicht, gut, nein, Spaß. den ich nicht gesehen habe, aber ich habe ein Video dazu gesehen von Mr. Trash Tank. Wie viel davon stimmt, weiß ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, das Video nicht gesehen habe. Aber allgemein halt. Es war so viel Falsches, wie ApoRed schon gemacht hat und so viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so dumm ist und sowas dann wirklich aus Versehen dann, weißt du, am Tag. Hey, nein, das war nur ein soziales Experiment. Ja, war nur sozial. Allein auch Everyday Saturday, ne? Allein wie der dann den Schwanz eingezogen hat und dann nicht gesagt hat, ja, die waren scheiß Lied, sondern. War nur ein Remix, ich hab erstmal, es war nur ein Prank, Leute, ich hab erstmal nur ein Remix hochgeladen, weil das auch voll Sinn macht, erst ein Remix hochzuladen, damit es voll gehatet wird, um dann die richtige Version rauszuhauen. Macht doch keinen Sinn. Allein dann, ja, ich hab auch als Beweis eine Datei auf meinem Handy, Beweis, dass mit dem, weil das Datum steht da ja, ne, weil man es bestimmt auch nicht ändern kann. Das ist so dumm, Mann. Das hat sich trotzdem so scheiße angehört. Ich fand beide Versionen echt scheiße. Auch wenn Cynthia vielleicht besser geklungen hat, war der Text aber absoluter Müll. Und oder, ja. Das Beste daran ist eigentlich nur die Kameraarbeit gewesen. Ja, war auch. Beim zweiten. Die war halt nicht von ihm. Nee. Was ich jetzt auch zum Bomben-Prank richtig dumm fand, ne? Habe ich mich so über tot geladen. Ich habe das Entschuldigungsvideo leider auch nicht gesehen. Weil das war bestimmt lustig, wobei ich möchte überhaupt keine Klicks geben. Ich habe nur Ausschnitte von dem Video bei Mr. Trashpack gesehen. Aber der hat so gesagt, der hat wirklich, wirklich gesagt, also entschuldigt Video, ne? Er hat so gesagt, ja, tut mir echt leid. Und es ist ja auch so, dass man erwartet ja auch schon was von mir, von meinen Videos, weil wenn man ApoRed wird ja auch schon als Maßstab genommen. Und man geht ja schon davon aus, bei ApoRed, dass dann schon gute Videos kommen und ich werde ja auch schon als Maßstab genommen. Wer nimmt denn den bitte als Maßstab für gute Videos? Ohne Spaß. Hast du Wasser einmal dabei, Tim? Tatsächlich nicht, nein, warum? Wenn ich hochkomme. Das kann der doch nicht ernst meinen. Als ob man ApoRed als Maßstab für gute Videos nimmt. Ja, ist egal. Das kann der doch nicht ernst meinen. Musst du da so weg? Du musst weg, was? Wo musst du weg? David muss weg, was? Nein, der Berg muss weg. Also der Berg muss weg. Der Berg muss weg. Alter, da hab ich echt tot gelacht, ey. Ja, Herr Bergmann. Das ist ein Nachnamen gesagt. Der heißt sogar Tim Bergmann. Lol. So will ich. Oh. Du heißt auch Bergmann mit Nachnamen? Mhm. Ja. Boah, dieser Gravel. Gravel. Eigentlich nicht. Egal, nehmen wir mal mit. Richtig, wo hab ich den Orangen überhaupt her? Da hier, wie weit reicht das hier? Was ist denn das? What the fuck? Egal. Buddeln wir mal weiter. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, ApoRed ist ein Maßstab auf YouTube. Warte, wen sprichst du da an? Die Zuschauer. Niemand wird in deine Kommentare schreiben. Der hat voll viele Zuschauer in letzter Zeit. Ja, aber immer irgendwie so 11 Aufrufe auf ja. Ja, aber niemand schreibt in die Kommentare. Das ja, stimmt. Aber wenigstens schon mal 11 Leute. Früher waren es immer 2 oder 3. Das war alles Julian. Einer war davon einer. Ein Aufruf ist eigentlich immer von mir, weil ich ja, wenn ich das Video bearbeite, das ist eigentlich total dumm von YouTube gemacht. Wenn ich das Video bearbeite, dann, beziehungsweise ist eigentlich total dumm allgemein von YouTube, dass überhaupt Klicks von einem selbst überhaupt gezählt werden. Weil warum wird das gezählt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das bist du selbst. Das
weil wenn du halt aufs Video gehst und zum Beispiel, also allgemein, wenn man halt das Video bearbeitet, Beschreibung zufügt, sonst was im Videomanager zählt, sobald ich, wenn ich das richtig sehe, auch wirklich als Klick. Das ist schon mal absolut unsinnig. So, wenn du dann auf dein eigenes Video auf deinem Kanal klickst, zum Beispiel, zählt das auch als Video, kann ich vielleicht noch verstehen, und das passiert bei mir ab und zu, aber nur in dem Fall, dass ich zum Beispiel gucke, ob die Videobeschreibung auch richtig passt, weil ich habe ja mittlerweile, habe ich ja Links zu Steam-Gruppe und sonst was da drin, und wenn die jetzt zum Beispiel, es kann ja sein, dass die nicht richtig passen, weil ich da vielleicht einen Link falsch eingetragen habe oder so, und im Videomanager kann ich nicht auf den Link draufklicken, sondern kann ich halt nur den Link bearbeiten, aber kann ich nicht draufklicken. Weiß ich nicht, ob der funktioniert. Dann klicke ich da halt drauf, muss ich halt aufs Video gehen, dann muss ich da draufklicken. Und dafür muss ich halt aufs Video drauf und dafür gibt es einen Aufruf. Das ist total bescheuert gemacht, weil, ne, dann sehe ich ja nicht, wie viele Aufrufe das wirklich hat, sondern wenn ich das mehrmals machen muss, weil ich zum Beispiel einen Link korrigieren muss, klicke ich einmal drauf, funktioniert nicht, dann nehme ich den auch richtigen Link, gehe da nochmal drauf, korrigiere den und hab schon Entschuldigung, zwei ich habe aufgehört, dir zuzuhören. Ja, zum Glückwunsch. Ja, dann bist du aber echt dumm, wie oft du Sachen korrigieren musstest, wenn du schon 2000 Aufrufe hast auf diesem einen Video. Ja, da musste ich schon mindestens 1000 verschiedene Links korrigieren. Hast du immer verchippt, bist du dann aus ja, dem Video gegangen? Das war kein einziger Link. Die Sache ist, ich hab da einen Link drin, da habe ich immer einen Buchstaben immer falsch geschrieben von dem Link. Musste ich immer wieder korrigieren, aber irgendwann habe ich den Link wieder rausgenommen. Aber dachte ich mir, nee, der soll doch rein, hab ihn wieder reingenommen. Und deswegen sind da 2000 Aufrufe entstanden. Genau. Der Rest ist dann von anderen Leuten, weil die jetzt halt schon viele Aufrufe hatte. Ja. Ja. Aber ansonsten ist alles von mir. Das sind schon mindestens 2500 Aufrufe, alle von mir. Ja, aber vielleicht 10 sind von mir, weil ich da immer mal wieder drauf gehe, wenn da irgendwer einen Kommentar geschrieben hat. Was ich auch total dumm finde. Weißt du, du willst Kommentar lesen, bei dem man einen Kommentar drunter geschrieben hat. Und das gibt wieder einen Klick für dein Video. Das macht auch keinen Sinn. Das ist. Warum kriegst du mehr Klicks? Ja, die siehst du auch bei Google Plus zum Beispiel, oder? Die Klicks? Ja, nein, Kommentare. Du kennst dich aus, der kriegt immer auf seinen Videos Kommentare. Werden immer kommentiert. Ich kriege, die kriege ich bei der Glocke rechts oben angezeigt. Da kriege ich die Kommentare angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es die auch gibt, wenn man kann. Wird bestimmt geben. Ja doch, klar, die kriegt man ja auch. Man kann ja auch normal ein Video kommentieren, da kann ja auch eine antworten. Aber bei der Glocke siehst du auch, wenn dir jemand Kommentare schreibt. Weiß, und, ich kenne das. Ja, du. Ich wusste nicht, ob du das kennst. Und da kriege ich es halt angezeigt, aber ich möchte halt manchmal auch wissen, in welchem Zusammenhang das war. Weil zum Beispiel, irgendwer hat auf meinen Kommentar kommentiert und dann sehe ich nicht, was mein Kommentar davor war. Kommentare kommentiert. Oder unter welchem Video das genau war, von wann das ist oder sowas, das sehe ich ja nicht, wenn ich auf die Suche gehe. Deswegen. Tschüss, David. Ja, alles gut. Warte. Reicht das nicht schon? Ja, ich guck jetzt gerade nach. Ich wollte gerade messen. Was denn messen? Wie weit das Gebäude ja wird, was wir hier bauen. Okay. Haben wir schon vorgehört. Da höre ich doch was Böses auf mich zu kriechen. Du Typ mit den roten Augen, du. Du explodierst nicht. So. Moment. Oha, nicht XP einsammeln. Brier meine Spitzhacke. Aha. Bitte welche Monster? Ich höre doch böse Sachen. Wo seid ihr? Seht euch mit deiner Spitzhacke! Ich guck mal kurz rum. Mittlerweile müsste das ja auch übrigens so sein, weil jetzt in der 1.10 spielen, dass wenn jetzt neu generierte Chunks im Mesabion sind, dass das da dann mehr Gold gibt. Das stimmt. Die Sache ist, ob das jetzt so funktioniert, weiß ich nicht. Weil weiß ich nicht, wie weit wir das Mesabion generiert hat und wie weit ich das wieder abgeschnitten hatte. Beim Regieren der Map. Kleine Creeper. Ja, Schallplatte! Endlich mal wieder. Aber ich frage, warum ich mit der Spitzhacke drauf einkloppe. Ich habe da Mending drauf. Das heißt, die wird repariert, wenn die XP einsammeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür auch die Monster mit der Spitzhacke töten muss. Kann sein. Deswegen mache ich es einfach mal. Eigentlich ja nicht, aber ich habe letztens das Gefühl, dass es nicht funktioniert, wenn ich da mit jemand nicht töte. Weil es gar nicht erkannt wird, oder? Ich weiß, so, gar nicht erkannt wird. Keine Ahnung. Ich repariere den mal kurz, indem ich ein bisschen. Ich mach mal das Grundgerüst drauf, ne, Tim? Oh. Geh mal bitte schlafen, Julian. Okay, Moment. Ich brauch ganz kurz, um da hinzukommen, aber ich bin gleich da. Minütchen. So. Aua. Lol. Bei mir schwebte gerade die Spinne in der Luft.
Okay. Nice. Bist du im Bett? Moment. War noch kurz. Bin jetzt schon im Haus. Dann guck mal auf deine Verbindung, ey. Und Bett. Ja, ist egal. Bin im Bett. Tim? Okay. Nice. Hm? So, ich bin wieder. Also. So, Tim, wo willst du den Anfang haben? Sag mal, auf welcher Höhe, ich mach das jetzt weg. Ich werde natürlich keine Monster mehr töten. Also, wenn schon hier so. Warte mal, da. Das heißt, ich muss noch 5 Blöcke von dir weggehen. Gut. Okay. Stirb! Oh, ich hoffe, das reicht mit dem Berg, ey. Es laggt. Oh nee, jetzt ist Minecraft schon wieder am Rumspacken. Nervig. Jetzt ist eine bessere Verbindung. Da ist gerade ein Baum gewachsen. Minecraft spackt war eben noch nicht da. Solche Riesenbäume mag ich ja eigentlich schon. Die sehen halt echt schön aus. Finde ich. Ja, hier fehlt bei einem Birkenbaum die Blätter. Ja, Julian baut die selber. Ja. Also Barbie deswegen sieht er so scheiße aus. Ja. Halbplatte 11. Das Eis nehme ich mal mit. Und das hier lassen? Ja, das ist ein bisschen Gold. Ne? Eigentlich ist noch Minecraft. Schere. Wobei. Ich auch noch Minecraft. Moment. Dann welche Schere mal. So, dann. Ich will das mitnehmen. Dann begeben wir uns mal wieder nach Hause mit dem ganzen Lane. Und gehen weiterbauen. Diese Lava Nether, ne? Sieht so krass realistisch aus. weiß gar nicht, ob das wirklich unrealistisch ist. Das ist einfach so krass hell ist, dass man gar nicht mehr so viel. Dann zeig mal bitte, wo du die Mitte haben willst. Lore. Guck mal, die fertig schon. Also Mitte nicht. Nimm mich mit! Den Eingang. Nimm mich mit! So? Ja. Ja. Ich schau mir den Sound aus. Das ist ein bisschen langweilig ohne Sound, aber oder ich mach einfach. Ach, vor der Bahn. Darf ich nicht vergessen hochzustellen. Wir geben uns wieder nach Hause. Spannung pur. Wir machen es am Ende der Folge, nicht am Anfang. Also, wie viel Leben haben wir jetzt? Wir haben jetzt ein Stack braun. Den brauchen wir aber gerade gar nicht mehr. Haben wir noch genug. Rot macht Sinn. Brauchen wir sogar vielleicht noch ein bisschen. Bisschen Orange, den wir auf jeden Fall brauchen für die Mauern. Und sonst müssen wir aus dem Rest dann wahrscheinlich hauptsächlich Orange machen. Ich glaube, ich habe noch Orangen in meinem neuen Haus. Viel oder eher? Orangen? Orangen. Ja. Orangen, also die Frucht. Ich habe noch viele Orangen in meinem Haus. Geil. Ja. So. Oder. Tim? Mhm. Siehst du das Lager? Da musst du weghalten. Ja. Oh. Das war ja klar. Ja, klar. Viel besser. Ja. E3. Ein Goldbarren. Bestes Player-Model überhaupt. Geh weg. Hier hab ich noch Minecraft im Abgang. Da so, da. Ja. Egal. Dann fahren wir bis zum Schluss der Bahren. Nehmen den da gerade auf? Ah, die nehmen gerade GTA auf, okay. Ich denn nicht das Crash gespielt. Komisch. Na, vielleicht ist er auch nicht über Steam. Irrelevantes Zeug quatsch ich gerade. Ich hoffe, wir sind bald da. Sind wir bald da? Fahr grad nach Hause. Nein. Dauert noch kurz, aber die Folge beende ich nicht, bevor wir zu Hause sind. Da haben wir zu mich ja mittlerweile. Ja. Komm schon. 5 Sekunden noch. Hinten ist es doch schon. Lass bitte raus. Tim lädt echt noch auf Server.
Weißt du, ich steck aus Minecraft aus, spinnt erstmal hier alles rum, weil ich der Timer pieps, ey. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Pause weiter da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.